oder? Inshallah, heute reden wir über einen Mann, der richtig Weisheit gehabt hat. Und im Koran steht so viele Geschichten, Qasas al-Quran, Geschichten über Propheten, Geschichten auch über die Leute, die vor uns waren. Damit wir lernen, wie diese weise Leute auch waren. Im Koran steht ein Surah, heißt Surat Luqman. Luqman al-Hakim. Was wissen wir über Luqman al-Hakim? Das heißt, manche Gelehrten haben gesagt, dass er ein Prophet war. Und manche haben gesagt, nein, das ist nur ein weiser Mensch. Ein Hakim, der Hikma gehabt hat. Aber die Mehrheit von Gelehrten haben gesagt, er war kein Prophet. Keine faqat Hakimen, du Hikma. Und keine Habashien. Habashi, ein schwarzer Mensch. Aber sein Name steht im Koran. Sogar auch ein extra Surah heißt Surat Luqman. Der war vor uns, vor unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah azza wa jalla hat ihn im Koran vorgenannt. Das heißt, der ist ein richtiger, ein weiser Mensch. Allah azza wa jalla sagt in Surat Luqman: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ. Allah azza wa jalla hat ihn gelobt. Mit was? Weil er diese Weisheit gehabt hat. كَانَ حَكِيمًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ. الشكر لله عز وجل. هل نشكر الله عز وجل على ما أعطانا؟ Danken wir Allah azza wa jalla, was er alles uns gegeben hat. Alles. Wenn wir nur ein bisschen denken, was Allah uns gegeben hat, dann kann man das nicht zählen. Allah azza wa jalla قال: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نِعْمَةَ النَّظَرِ وَنِعْمَةَ الشَّمِّ وَنِعْمَةَ الذَّوْقِ وَنِعْمَةَ الْجِسْمِ. Alle diese Gaben, was Allah azza wa jalla uns gegeben hat, das kannst du erst wissen, wenn du jemanden siehst, der eine Behinderung hat. Jemand zum Beispiel, der blind ist. Dann denkst du an deine Sache, was Allah Azza wa Jalla gegeben hat, an deine Augen, was du hast. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الشكر لله عز وجل ist auch eine Ibada. Dass wir Allah Azza wa Jalla danken, ist auch eine Ibada. ولئن شكرتم لأزيدنكم. Das heißt, wenn du Allah Azza wa Jalla dankst, du bekommst noch mehr. Das heißt, du bist immer der Gewinner. Al-Shukr Allah Azza wa Jal ist auch ein Ibadah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Also was wird Allah Azza wa Jal verlieren, zum Beispiel, wenn jemand Kafir ist? Nix. Oder auch wenn jemand Muslim ist? Nix. إِنَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Wir werden etwas bekommen, wenn wir richtige Menschen waren. Wir werden ins Paradies reinkommen, wenn wir richtige Muslime waren. Allah Azza wa Jalla la yanqusu min ghinahu wa la min ilmihi wa la min hikmatihi wa la min sabrihi shay. Wir brauchen Allah Azza wa Jalla. Luqman rahimahullah wa radiyallahu anhu, er hat normalerweise für uns als Väter ein gutes Beispiel gegeben. Wie kann man unsere Kinder erziehen? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dann fängt Allah Azza wa Jal wie Luqman radiyallahu anhu sein Kind ein paar Tippen gegeben hat. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Schau mal, Al-Idha, Al-Maw'idha, eine Ermahnung an seinen Sohn. Das fehlt bei uns auch momentan, subhanallah. Dass man mit unseren Kindern sitzen und ein paar Typen auch geben. قَالَ,
الله عز وجل إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني شامو نو في في آمد زين زول غيت هات يا بني بني هاي ستساين تصغير فن ابن يا ابني تساين هات ام فذنت زاق مان زون مان زون شن هاي ستس ها مان زون شن يا بني وين دو ميت تاين كين زو غيدست Er wird auch zu dir kommen und richtig zu hören. Aber wenn du ihn so rufst, hey, komm hier, ist kalt. Ja, ja, Bunayya. La tushrik billah. Schau mal. Bei uns manchmal, du denkst oder du sagst, ja, der ist immer noch jung, der ist immer noch klein. Ich brauch ihm nicht, also von jetzt an, ihn beizubringen, Schirk und das, nein. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hat ihm gesagt, du darfst keinen Schirk machen. لأن الشرك, das ist die größte Sünde, was man in الدنيا macht. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة, ألا أذلكم على أكبر الكبائر. Sage ich euch, welche großen Sünden sind? قال الصحابة رضي الله عنهم نعم يا رسول الله قال الشرك بالله الشرك بالله وهم لأن من أشرك بالله عز وجل حرمت عليه الجنة jemand der mit Schirk gestorben ist er wird nie ins Paradies reinkommen حرمت عليه الجنة وتحبط أعماله die Taten was er auch gemacht hat die werden vernichtet Kann sein, dass er hier bekommt. Seine Belohnung wird er in Dunya bekommen. Denn der Haqq Allah Azza wa Jal im Dunya ist für die Muslime und auch für die Kuffar. Wenn du was machst als Muslim, bekommst du entweder hier oder in Yawm al-Qiyam, einer von beiden. Aber Al-Kafir, er bekommt nur hier in Dunya. In Al-Akhira, nichts. Kama qala Allah Azza wa Jal, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Die Taten, was sie in Dunya gemacht haben, in Yawm al-Qiyama, die werden Staub. Al-Shirku Billah, wie gesagt, Akbaru al-Kabair. Allah Azza wa Jal la yaghfiru al-Shirku. Wa yaghfiru ma duna dalik. Jemand, der nicht mit Schirk gestorben ist, als Muslim gestorben, kann sein, dass Allah Azza wa Jal ihn vergibt. Aber mit Schirk, das geht nicht. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبور تأست فباي فن باق غيبة ونطن كان من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم من seinen Eigenschaften dass diese Qual was die Leute im Grab sind kann das hören فسمع hat manche Leute gehört dass die in deren Gräbe also Qual bekommen Strafe bekommen. Fasa'al. Al-Rasul Aslam hat diese Frage gestellt. Wisst ihr, wem diesen Gräber gehört? Die Sahaba haben gesagt, ja, Rasulullah, diese Leute, die sind mit Schirk gestorben. Mushrikin, Kuffar gestorben. Faqala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, laqad sami'tu yani iqabahum wa azabahum min quburihim. Ich habe diese Strafe von denen gehört. Warum? Weil die As-Mushrikin gestorben sind. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ أكبر الكبائر wie gesagt هو الشرك بالله عز وجل ثم قال لقمان رضي الله عنه وهو يعظ ابنه Der gibt immer weiter diese Ratschläge oder diese Nasa'ih, diese Ermahnungen auch an seinen Sohn. Inna shirka la zulmun azim. Wassayna al-insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wafisaluhu fi amayn. Da kommt, schau mal, gleich nach dem Schirk kommt dass du eine gute Beziehung mit deinen Eltern machst. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لِأَنَّ
الرسول صلى الله عليه وسلم als er die Sahaba gefragt hat, kennt ihr die großen Sünden? قال الصحابة الله ورسوله أعلم. الله عز وجل und sein Gesandter wissen. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم die großen Sünden sind الشرك بالله und dann die zweite ist عقوق الوالدين. Jemand, der nicht mit seinen Eltern eine gute Beziehung hat. عقوق الوالدين. لأن عقوق الوالدين, es gibt ein Hadith, ein gewaltiger Hadith, subhanallah, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث رواه مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt drei Arten von Menschen. Allah Azza wa Jal wird nicht mit denen reden und wird auch die nicht gucken und wird nicht die loben und die werden eine gewaltige Strafe bekommen. Einer von denen al-aqu liwalidayhi, einer, der schlechte Beziehungen mit seinen Eltern hat. Al-aqu liwalidayhi. Und es gibt auch ein Hadith. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم auch drei Arten von Leute لا يقبل منهم عدل ولا صرف. Damit gemeint, jemand, der von diesen drei Leuten ist, sein Pflichten und sein freiwillige Ibadat wird nicht von ihm angenommen. وهذا حديث حسن الألباني رحمه الله. Das heißt, egal wie viel gebetet hast, wird nicht angenommen. Kann sein, dass du auch Hajj gemacht hast, auch wird nicht angenommen. Umrah gemacht hast, auch nicht angenommen. Auch gefastet hast, wird auch nicht angenommen. Wegen was? Einer von denen ist al-aqu liwalidayhi. Auch jemand, der schlechte Beziehungen mit seinen Eltern hat. Allah Azza wa Jal دائما كان يقارن وحدانيته ثم تأتي بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Und es gibt eine Geschichte von ein Tabi'i. Kam zu Ibn Abbas radiyallahu anhu und hat ihm diese Frage gestellt, sagte ihm ya ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ich habe eine Frau richtig geliebt und ich habe auch gewollt, dass ich die auch heirate, aber sie wollte mich nicht. Als jemand andere kam, sie hat ihm geheiratet. Und ich war richtig eifersüchtig. Und danach habe ich sie getötet, weil sie mich nicht geheiratet hat. Wegen Eifersucht, ich habe sie getötet. Ibn Abbas radiallahu anhu hat ihm angeguckt und hat diese Frage gestellt. Alaka ummun? Hast du eine Mutter? Qala la, laqad matet. Meine Mutter ist gestorben. فذهب قال له إذن geh und mach einfach Tauba. Der ist weggegangen. فعطاء ist ein Schüler von Ibn Abbas رضي الله عنه, auch ein Tabi'i. Sagte ihm عطاء oder hat ihm diese Frage gestellt, يا ابن عباس, يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم, warum hast du ihm gefragt nach seiner Mutter, obwohl zu dir kam? Und der hat dir gesagt, dass eine Frau getötet hat. Und du hast nach seiner Mutter gefragt. Hat ihm gesagt, ich habe nach seiner Mutter gefragt, weil ich weiß nicht, der beste Tat, wo Allah Azza wa Jal ihm richtig vergibt, wenn mit seiner Mutter eine gute Beziehung hat, wird ihm vergeben. La a'lamu amalan yaghfiru Allah Azza wa Jalla lahu
ببر أمي أكثر من بر أمي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألست صحابي أخرى رضي الله عنكم زكت إم يا رسول الله من أحق بصحبتي؟ قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لأن حق الوالدة أكثر من حق الوالد. شامل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن هايست بمكست بنت فهارات بيست أست مونات إس نيش فيت زويت مونات من زويت مونات إس نيش فيت دريت مونات بنت فراو شوانجا إست تفيت إما شلشتة وهنا على وهن ضعفا أو ضعفا على ضعف تفيت إما شوخ لفراو 9 Monate. Und kann sein, oder es ist meistens so, wegen dir, die Frau oder deine Mutter, sie hat auf viele Sachen verzichtet. Auf viel Essen verzichtet. Wegen dir kann sein, dass sie auch öfter gekotzt hat. Wegen dir kann sein, dass sie eine Karriere möchte, nach Abitur oder nach etwas. Aber wegen dir, als du kamst, sie hat alles damit aufgehört. Und sagt, du bist für mich alles. Aber heutzutage, subhanallah, man merkt, dass so viele Brüder, die haben keine gute Beziehung mit Eltern. Und schau mal, Luqman, radiallahu anhu, sagte seinem Sohn, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Zwei Jahre, und du stillst von deiner Mutter. Du warst nichts, schwach. Ein Baby. Aber wenn du größer geworden bist, dann du bist ganz anders. Du kommst nach Hause und sagst nur Hallo. Kann sein, dass du 3-4 Tage nicht nach Hause kommst. Und du kommst, deine Mutter wartet auf dich. Kein Interesse. Lakin al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam قال auch, das ist auch ein Zeichen der Stunde. Lamma ja'ahu Jibril alaihi salam. Kam Jibril alaihi salam, hat ihm diese Fragen gestellt. Mal Islam, mal Iman, mal Ihsan. Und danach sagte ihm Jibril alayhi salam, wann ist die Stunde? Sagte ihm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ich weiß selber nicht, du weißt auch selber nicht. Aber ich kann dir ein paar Tippen geben, wann wird die Stunde kommen. Qala Jibril, hatta talida al-amatu rabbataha aw rabbaha. Es wird ein Tag kommen, und dieser Tag ist jetzt, dass der Sohn oder die Tochter von der Mutter ergibt Befehle. Mach das, mach das, mach das. Und ich gebe dir sogar, es gibt manche Mütter, die arbeiten bei deren Kinder, subhanallah, damit die ein paar Euros auch bekommen. Das ist auch Zeichen der Stunde. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. أَنِ اشْكُرْ لِي, dass man Allah Azza wa Jal bedankt. Schau mal, immer Allah Azza wa Jal yudhakkiruna, dass wir immer an Allah Azza wa Jal denken, dass wir auch Allah Azza wa Jal bedanken. لأننا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل ندخل إلى الجنة بأعمالنا؟ والله لا. Werden wir mit unseren Taten ins Paradies reinkommen? والله nicht. حتى أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, die haben auch Rasul gefragt, حتى أنت يا رسول الله, قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انا ايش اوخ ايش فاد نيش اسباس غين كوم نو ميت رحمه الله عز وجل ميت جناد فون الله عز وجل ميت با مش كايت فون الله عز وجل فاد ايش اسباس غين كوم. ها ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. Und dann kommt, das heißt, wir haben gesagt, man muss unsere Eltern also gehorchen. Danach kommt وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْ. Wenn die sagen, dass du Schirk machst zum Beispiel, oder die sagen, dass du nicht betest oder nicht fastest, hier geht nicht. Hier gibt es keine Gehorchen mehr. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن الله عز وجل يأتي في المرتبة الأولى. Erste Stelle ist Allah عز وجل. Und diese Ayah
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Ist extra gesendet von einem Sahabi, رضي الله عنه, سعد بن أبي وقاص. والحديث رواه مسلم أنه قال كنت بارا بأمي. Ich war richtig gut zu meiner Mutter. فلما أسلمت, als ich Islam angenommen habe, sie war richtig sauer. Sie wollte das nicht haben. قالت لي, da hat mir gesagt, أوصى بوتا, das heißt, أوصى كفرت, bist du kafir geworden, obwohl ihr Islam angenommen hat. قال لا, لا يا أمة, ich habe Islam angenommen. فقالت له, da hat ihm gesagt, ich weiß genau, im Islam muss man den Eltern gehorchen. Aber du musst mich auch gehorchen. Alles, was ich dir sage, musst du machen. قال ماذا? Was soll ich jetzt machen? Sagte ihm, dass du Islam lässt. Dass du wieder zu uns kommst. فقال لا يا أمة. Das mache ich nicht. Sagte ihm wieder, wenn du das nicht machst, ich werde nicht mehr essen. Bis ich sterbe. Und wenn ich sterbe, jeder wird dir sagen, der hat seine Mutter getötet. Wegen ihm ist seine Mutter gestorben. Fataraka hat sie gelassen. Und sie hat auch, in Hadith steht, 3 Tage nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken. Und er hat auch einen Bruder, er heißt Omara. Dieser Omara hat das Essen und Trinken für seine Mutter gegeben, damit sie wieder wach wird. Raja Sa'd ibn Waqqas ila ummihi. Und dann hat sie gemerkt, dass sie richtig schwach geworden ist. Und dann sagte, ja, Umma, o meine Mutter, Wallahi, auch wenn du 100 Seelen hättest, ich werde nicht Islam lassen. Ich werde das nicht lassen. Kaifa asbu, kaifa akbur, lamma ra'aytu an-nur, wa 'ishtu fi an-nur. Das kann ich nicht machen. Yani, anna ta'at al-walidain haqq, dass man unsere Eltern gehorchen, es ist eine Sache, die muss man machen, aber nur mit Sachen, die nicht von Islam weit bringt. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا, egal wie die sind, sogar auch wenn die Kuffar sind, musst du gut mit ihnen sein, egal wie die sind. حتى أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت عائشة رضي الله عنها. Aber da haben verschiedene Mutter. Das heißt, Aisha hat eine Mutter und andere hat auch eine andere Mutter, aber Mutter von Asma, sie war keine Muslimin. Sie kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, ja Rasulallah, darf ich meine Mutter besuchen? قال نعم. Du musst deine Mutter besuchen. قالت فإنها كافرة. Sie ist nicht Muslime. قال ولو, auch wenn sie كافرة ist, musst du deine Mutter besuchen. Es ist kein Problem. Damit gemeint, dass diese Beziehung mit unseren Eltern muss da sein. Oder auch danach sagt Luqman, رضي الله عنه, وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. Und folg die Leute, die richtig Tauber gemacht haben, die Leute, die richtig in richtigen Weg sind. Folg die. هذا لقمان ينصح ولده. وإن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. الله عز وجل هي sagt, folgst du die Leute, die wie gesagt Taube gemacht haben und die Leute, die richtig in richtigen Weg sind. Und danach sagte, وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
Allah Azza wa Jalla sagt auch in einem Aya, وَالتَّقْوَى وَهَذِهِ آخِرُ آيَةٍ أُنزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Letzte Aya, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen hat. Letzte. In Surat Al-Baqarah. وَالتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Die Mufassirin, die haben gesagt, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Ayah bekommen hat, in ein paar Tagen ist er gestorben. Was steht in diesem Ayah? وَالتَّقُوا, fürcht ihr. وَالتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Fürcht ihr einen Tag, wo ihr zu Allah azza wa jalla zurückkehrt. Jeder von uns muss wieder vor Allah azza wa jalla stehen. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيقف أمام الله عز وجل. Jeder von uns. ما منكم إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا ينظر أو فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم فتنظر أمامك فلا ترى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. هكذا قال لقمان رضي الله عنه zu seinem Sohn. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Jeder wird seine Rechnung und Abrechnung in Yawm al-Qiyamah bekommen. Danach Luqman ergibt seinen Sohn weiter Ratschläge oder Ermahnungen. يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. سبحان الله, شو ما egal ein auch ein Stäubchen. يا بني إنها إن تك حبة مثقال حبة من خردل فو في السماوات في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سبحان الله, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Auch ein kleines Stäubchen wirst du in Yawm al-Qiyam in dein Buch finden. Du wirst auch dein Buch selber lesen. اقرأ كتابك. Du darfst nicht sagen, ich kann nicht lesen. Geht nicht. Du musst du lesen. الله عز وجل كذلك يقول وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Wir werden auch sagen, warum dieses Buch auch von Kleinigkeiten haben wir auch hier gefunden. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لماذا؟ لأن الله عز وجل وكل علينا ملكين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ما من ملك هي this angle was we have schreibt ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Danach Allah عز وجل sagt يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة. سبحان الله, hat immer so ganze Islam in seine Ratschläge beschrieben. يا بني أقم الصلاة. ما قال له يا بني einfach mach Gebet. Nein, verrichte إقامة الصلاة. أن نقيم الصلاة. أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا نحن لا نقيم الصلاة لكن نصلي فقط. Wir verrichten nicht richtig gut das Gebet. لأن الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال.
ونحن نقول أرحنا منها Es ist großer Unterschied. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn er seine Ruhe wollte, er ruft Bilal und sagt ihm, ja Bilal, arihna biha, damit wir diese Ruhe bekommen. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, zuyina li fi dunyakum hadhihi thalath. Ich habe drei Sachen in eure Dunya hier geliebt. An-nisa wal-atr. وجعلت قرة عيني في الصلاة. Beste Sache, was Muhammad صلى الله عليه وسلم geliebt hat in diesem Dunya, ist das Gebet. Und آخر, letzte Testament von ihm war الصلاة, الصلاة. Als er beim Sterben war, الصلاة, الصلاة, وما ملكت أيمانكم. لأن الصلاة, wo hat Muhammad صلى الله عليه وسلم bekommen? Siebte Himmel. Im siebten Himmel, subhanallah. Stell dir mal vor, dass wir pro Tag muss man 50 Mal beten. Können wir das schaffen? Allah nicht. Kann man das nicht schaffen? Rahma min Allah azza wa jal. Wir beten jetzt nur 5 Gebete und du bekommst das Gleiche. Ich meine die Belohnung. Aber dass man 50 Mal beten, ist nicht einfach. Kana Musa alayhi salam ala haqq. Musa a.s. hat recht gehabt. Du weißt genau, dass wir das nicht schaffen können. Qala Musa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummataka lan tuthiqa hada. Dein Umma, deine Nation, deine Umma, die werden das nicht ertragen. Aber keine Dalik. Jetzt, 5 Gebete haben wir Schwierigkeiten, subhanallah. Ya bunayya aqimis salah. Danach kommt وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Was heißt das? Al-Amr bil-Ma'ruf. Schlechte Gebete. Das gute Gebete und schlechte Verbete. أَلْأَنْ تَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَذَا كَذَلِكَ مِنْ. Das ist auch von Zeichen der Stunde. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا ينهى عن منكر ولا يؤمر حتى لا تقوم الساعة حتى لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. Das ist jetzt. ترى المنكر ولا تغيره. Obwohl Muhammad صلى الله عليه وسلم hat uns auch gesagt, من رأى منكم منكرا فليغيره. فمن لم يستطع يعني بيده ثم بلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Bei uns heutzutage auch mit unser Herzen machen wir auch das nicht. Es ist Gewohnheit geworden. Manchmal du siehst eine Katastrophe Sache, aber mit der Zeit für uns ist Gewohnheit geworden. Subhanallah. Manche Sachen damals, wenn du das siehst, sagst, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna hadha munkar. Aber nach einer Woche, du siehst, du lächelst. Ganz normal geworden, subhanallah. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yanha al munkar. Wenn er etwas sieht, er macht mit seiner Hand. Erstens. Weil er muss das machen, nicht wie wir. Warum? Wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einen Munkar gesehen hat und der macht das nur mit seinem Herz, wir werden denken, dass er erlaubt hat. Und wir werden auch das machen. Wir werden sagen, das ist nur ein Sunnah-Taqrir, qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Es ist kein Problem. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn er etwas gesehen hat, der macht das mit seiner Macht. Schnell macht er. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Samuel, danach kommt الصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Danach kommt الصبر. Warum? Nach dieser Sache musst du Sabr haben. Dass du المنكر also endest, brauchst du Geduld, Achi, Wallah. Sogar zu Hause.
wenn du etwas siehst, von deinem Vater oder von deiner Mutter oder von deiner Schwester oder von deiner Frau sogar, und du willst etwas ändern, du brauchst Geduld. لأن الصبر ليس بالهين. Ist nicht einfach. Aber es kann sein, dass jemand sagt, ich bin geduldig. Allah Azza wa Jalla wird dich auch testen, ob du richtig geduldig bist oder nicht. Allah Azza wa Jalla يقول: إن الله مع الصابرين. Allah Azza wa Jalla يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالصبر كما قال ein Gelehrter sagte, beste Sache, was wir auch bekommen haben, الصبر. ألم يقل الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر ist drei Arten. Es gibt drei Arten von Sabr. أن تصبر على المحظور. المحظور heißt, du siehst halbnackte Frauen. Dass du deine Augen senkst, du brauchst Geduld. Und du'ajar ist nicht einfach. Und an tasbira ala al-maqdur. Al-maqdur heißt, was Allah Azza wa Jalla schon geschrieben hat. Ma qaddarahu Allah Azza wa Jalla lak. Du musst auch geduldig auch sein. Denn hada min qudrati Allah Azza wa Jalla alik. Und auch bei guten Sachen auch zu machen, brauchst du auch Geduld. Dass du zum Beispiel pünktlich Fajr betest, du brauchst Geduld. Sogar manche Leute, wenn du jetzt um 4 Uhr aufstehst, damit du in Moschee um 4.30 Uhr betest, sagen sie, diese Uhrzeit, subhanallah, bist du blöd oder was bist du? Bist du verrückt? Ihr seid nicht normal. Subhanallah. Ich rede jetzt nicht von draußen, von deinem Zuhause, von deiner Familie. Die sagen, was machst du in dieser Uhrzeit? Ja, ich möchte einfach nur Fajr beten. Wie? Wie? Wie ein Bruder hat einmal eine Frage gestellt. Sagt, Achi, also bei mir meistens, ich verpasse Fajr-Gebet. Sobha-Gebet, also ich meine das Pflichtgebet. Mit was soll ich anfangen? Mit diesem Al-Fajr oder mit Pflichtgebet? Ich habe gesagt, ach, du kannst also mit Frühstück anfangen. Fang mit Frühstück erstens, dann kannst du Ich kann sagen, wenn jemand zum Beispiel also aus Versehen oder verschlafen hat, ist was anderes. Aber wenn du das jeden Tag so bist, dann fang auch mit gemütlich Frühstücken. Mit Käse essen, mit den Spiegeleier auch essen und danach kannst du beten, wie du willst. Aber wenn jemand so aus Versehen oder verschlafen hat, ist es was anderes. Lau hukm un akhar, hat ein anderes Urteil. Aber solche Brüder fangen mit so an. Qulna fas-sabr, yani yu'tika Allah azza wa jal ala sabrika. وعلى حاجتك الله عز وجل يقول إن الله مع الصابرين يكفيك أن الله عز وجل مدية بس غايشتي بين الله عز وجل مدية إست والله غايشتي دناخ لقمان رضي الله عنه أمخت فايتا mit seinem Sohn und sagte ihm ولا تصغر خدك للناس الكبر سبحان الله ولا تسعر خدك للناس. الصعر normalerweise ist eine Krankheit. Also bekommt manche Tiere bekommen diese Krankheit hier im Hals und die werden nur so sein. Die können nicht mehr so ihre Hälse so bewegen.
wie, heißt das, wie gelähmt. Und Allah Azza wa Jalla hat auch dieses Wort auch hier reingesteckt. Das heißt, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لَا تَكُنُ مُتَكَبِّرًا. Das heißt, wenn jemand mit dir redet, dann guckst du seinen Augen. Nicht, dass jemand zu dir kommt und du machst so Kibr, ja? Und du redest mit ihm, du bist, dein Augen ist oder dein Gesicht ist woanders. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ja? لَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ كَفْتٍ. Also فخور. Allah Azza wa Jalla la yuhibbu, die Leute, die richtig hochnasig sind. Oder hochmäßig sind, ja. Allah Azza wa Jalla, in einem Hadith steht, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, كان رجل في من كان قبلكم. يعني يمشي خيلان. يعني richtig mit Kibr. Ja? Die Erde hat ihn geschluckt. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بسيبا قارون لعنه الله. قارون hat viel Geld gehabt. Und der hat immer so. Ist immer so gelaufen. Hat auch viel Geld gehabt. So viele Soldaten auch gehabt. Aber vor Menschen, der gibt an. Und seine Strafe bis يوم القيامة. Die Erde schluckt ihm bis يوم القيامة. Das war seine Strafe. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر سبحان الله لا يدخل حتى راه مسلم لا يدخل الجنة يمان تا كلاين شتوبشن فن كبر ان زين الهات سات ولا تسعر خدك للناس سبحان الله danach kommt ولا تسعر خدك للناس ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي على ولا تمشي ولا تمشي على الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور الله عز وجل لا يحب المتكبرين danach kommt واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك heißt damit gemeint laufen. Lauf nicht so. Lauf nicht so. Ganz normal. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المشي متوسطا. Dass du ganz normal läufst. Aber dass du beim Laufen angibst. هذا ليس من صفة المؤمن. Das ist nicht schon eine Eigenschaft von die Gläubigen. واقصد في مشيك واغضض من صوتك اغضض من صوتك heißt dass du auch nicht laut redest. Erste ist واقصد في مشيك ماذا قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Das ist eine Eigenschaft von Ibad al-Rahman, dass die nicht so laufen, ja? Auffällig. Nein. هذا ليس من صفة المؤمن. واغضب من صوتك. Manchmal du siehst manche Brüder zum Beispiel im Flohmarkt oder so, aber richtig ein Eier, richtig laut. هذا ليس من صفة المؤمن سبحان الله. Dass man richtig schreit. هذا ليس من صفات المؤمن سبحان الله. واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله. Die arme Esel. Schlimmste Stimme ist Eselstimme. Obwohl miskin ist, was hat er gemacht? لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال Wenn einer von euch die Stimme von Esel hört, was muss man sagen? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه رأى شيطانا. Weil einen Schaitan gesehen hat. Der arme Esel. Er kann auch gucken. Und Gegenteil. إذا سمع منكم صياح الديك فليدعو. Wenn er so sagt, كذلك.
Wenn einer von euch diese Choroch, oder wie heißt das, Achi? Diese Grähen, diese Kokoro und so weiter. Wenn man diese Kokoro hört, was muss man sagen? Ud'u li nafsik, mach du'a. Fa'innahu ra'al malaika, au ra'al malaika. Hat ein Engel gesehen. Ein großer Unterschied. Bein al-Himar und bein al-Dik. Ein großer Unterschied zwischen einer Insel und ein Hahn. Obwohl die gleichen sind, die sind alle Tiere. Lakin, es gibt einen Unterschied. لهذا فهذه الوصايا وصايا لقمان لابنه diese Ratschläge von لقمان رضي الله عنه zu seinem Sohn, die waren, wie gesagt, ein richtiges Vorbild. لأنه لم يكن نبيا ولا رسولا. Der war kein Prophet oder Gesandte. Der war ein normaler Mensch. لكن كانت له حكمة, hat Weisheit gehabt. والله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا خيرا كثيرا. Wenn du Weisheit hast, hast du alles. والحكمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, meistens wenn du im Koran hörst الحكمة, damit gemeint السنة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة. الكتاب هو القرآن, والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقمان رضي الله عنه, wie gesagt, in manche Tafsir, dass unbekannt zwischen seiner Gesellschaft war. Unbekannter Mensch. لكنه كان حكيما. Und wer hat ihm geglaubt? Allah Azza wa Jalla. Weil bei uns manchmal man denkt, dass jemand, der bekannt ist, ist ein Wali für Allah Azza wa Jal. Wer sagt uns das? Allah Azza wa Jal hat uns das beschrieben. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Zwei Sachen. Wenn du die zwei Sachen hast, du bist ein Wali für Allah Azza wa Jal. Al-Iman wa al-Taqwa. Und das, was Luqman رحمه الله ورضي الله عنه gehabt hat, der war ein normaler Mensch. لكن الله عز وجل آتاه الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اجعلنا ممن يتعلم من هؤلاء. اللهم اجعل أولادنا يتبعون هذه الوصايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.